Hallo Leute, mein Name ist Peter Flechtner und ich bin unter anderem die deutsche Synchronstimme von... Ich bin der coole Dad, das ist mein Ding. Ich bin hip, ich surfe im Web, ich simse. LOL, laugh out loud. OMG, oh my God. WTF, why the face? Oder auch von... Mein Name ist Hopper, Jim Hopper. Ich muss sofort zurück nach Hawkins. Natürlich auch von... FBI Agent Alexander Mahone. Es passieren manchmal einfach Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und über 10 Jahre von... Lieutenant Commander Harmon Rapp vom Judge Advocate General Corps. Und auch von... Ich bin Hawkmoth. Eines Tages werde ich eure Miraculous haben. Und dann werde ich unbesiegbar sein. Und auch von... Denkt gut darüber nach. Fragt euch selbst. Seid ihr fähig, euer Herz zum Wohl der Menschheit zu opfern? Natürlich auch von... Hier findet unser Gespräch statt, in dessen Verlauf du mich darum bittest, den Atomkrieg zu verhindern. Aber weshalb sollte ich eine Welt retten, an die mich jetzt nichts mehr bindet? Oder auch... Alvin? 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 Alvin! Und natürlich von... Lass uns einfach anfangen, Peter. Na dann, los geht's. Ich freue mich, dass du da bist. Tja. Wir haben uns das letzte Mal getroffen, beziehungsweise über das Interview gesprochen, beim Synchronpreis 2020. Und alle haben gesagt, Peter, du musst dahin, du musst dahin. Das ist über 2 Jahre her. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Wir beginnen, wie immer, mit der ersten legendären Frage. Und sie ist mittlerweile wirklich legendär. Wie bist du zum Synchron gekommen? Tja, wie bin ich zum Synchron gekommen? Die Frage wäre eigentlich, wieso ich erst so spät zum Synchron gekommen bin. Warum bist du so spät zum Synchron gekommen? Weil ich habe mit 10 Jahren angefangen, Rias Kinderfunk zu machen. Meine Tante Rosemarie arbeitete da als Sekretärin und dann durfte ich da mitmachen. Und da habe ich Oliver Rohrbeck kennengelernt. Ich war 10, er war 7 und er war schon so weit wie ein Kinderstar und hat, glaube ich, gerade auch Klopfer schon gesprochen. Und ja, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, was das bedeutet. So Fernsehen, Film und alles und fand das ganz toll. Mein Nachbar damals war Heinrich Riedmüller, der Bekannte, der die ganzen Disney-Sachen gemacht hat und so. Und ich war auch öfter in seinem Keller und habe die ganzen Disney-Schätze gesehen, weil er ja die ganze Musik gemacht hat und die Synchronisation. Aber das hat mich gar nicht so interessiert, sondern mich hat interessiert, dass der bei Dalli Dalli immer einmal die Woche da als Musiker war und mir Autogramme mitgebracht hat. Und das fand ich also ganz toll und dachte, Stars und Fernsehen und dann kennst du den Nachbarn noch und siehst den einmal die Woche im Fernsehen und fand das also ganz toll. Und dann habe ich mit 14 Jahren meine ersten Drehtage gehabt, Ein Mann will nach oben. Und das weiß ich auch noch, es waren glaube ich 7 Tage, so eine kleine Rolle, aber mit 2 Sätzen durfte ich sprechen. Und die hatten ein riesiges Filmset aufgebaut, den ganzen Anhalter Bahnhof, fand ich toll, da, Film, Kino, also war ja Fernsehen, aber... Und diese beiden Sätze wurden synchronisiert. Und das fand ich ganz fürchterlich, als ich das gesehen habe und dachte... Von dir? Nee, von jemand Fremden. Okay. Und das war so fürchterlich. Dann dachte ich, Mensch, jetzt hast du 2 Sätze im Fernsehen. Ansonsten bin ich mal bloß durchs Bild gehuscht und so. Und guckte es dann im Fernsehen und die haben mich synchronisiert mit diesen 2 Sätzen. Und das fand ich so enttäuschend und dachte, scheiß Synchron, also er mochte das gar nicht. Dann habe ich Ollis Mutter später kennengelernt, die so eine Kindervermittlung, die Annelie Rohrbeck. Und über die habe ich dann Theater gespielt und alles, aber wollte immer noch nicht synchron machen. Dann habe ich also vorm Abitur 2 Theaterstücke gespielt, im Schlossparktheater und Theater am Kudamm. Habe also zum Abi im Grunde Theaterblut intravenös bekommen und dachte, jetzt willst du Schauspieler werden, du willst Schauspieler werden. Habe dann im Nachtleben, im Berliner, Westberliner Nachtleben, Oliver Rohrbeck wieder getroffen. Auch mit Ben Becker und so, das war so eine ganze Clique. Und habe dann meinen ersten Synchrontermin, glaube ich, 1983 gehabt, in unserer Teenie-Klamotte, 3 Takes. Ich fand das so fürchterlich. Ich weiß auch im Nachhinein, welche Kollegen da, es standen 2 gestandene Kollegen und Michael Richter hatte Regie gemacht. Ich kam da rein mit meinen 3 Takes, stand zwischen diesen beiden Prominenten. Wer war's, darfst du sagen, willst du sagen? Also im Nachhinein weiß ich, dass es Haki Tenstedt und Ronald Nitschke war. Und, okay. Und wie haben sie sich behandelt? Ich weiß es nicht mehr. Naja, sie waren super nett eigentlich, aber ich fühlte mich da so fremd zwischen den beiden. Die waren mittendrin, so Herr Flechtner, kommen Sie mal rein. Und stand ich plötzlich zwischen den beiden und dachte dann... Und Michael Richter war ja auch sehr streng. Und
bin dann rausgegangen aus diesem Termin, das war wie gesagt 83, und dachte, nee, nie wieder. Also Synchron ist ja das Letzte, aber ich will Schauspieler werden. Gut, dann wurde ich durch Oliver Rohrbeck, weil der war bei der Erika Dannhoff und Patrick Wenczewski auch, die sind gerade abgegangen, aber durch Olli bin ich zur Erika Dannhoff gekommen, Schauspielschule. Da war dann auch Wolfgang Barrow, Judith Brandt, Julia Biedermann. Und dann war ich der erste Jahrgang bei der Maria Körber und Joachim Kerzel Schauspielschule. Ah, cool. Okay. Und dann hatte ich mit Kerzel den ersten männlichen Lehrer, der mir also sehr geholfen hat, einfach weil vorher Dannhoff, Körber waren beides Frauen und plötzlich ein Mann, der mir ein bisschen was beibringt. Das war ganz toll. Und wie alt warst du da? Also mit 20 habe ich mit der Schauspielschule angefangen und wurde dann, ich hätte Zwischenprüfung machen müssen, wurde dann aber in der, habe dann Eignungsprüfung gemacht, weil ich ein bisschen faul war. Und da wurde ich entdeckt fürs Theater von Klaus Sonnenschein, der damals die Paritätische Prüfungskommission geleitet hat und gleichzeitig Intendant an der Tribüne. Und dann habe ich gleich Theater gespielt und fand das super und klasse und habe 3 Jahre erstmal nur Theater gespielt. Und dann kam es so dazu, dass dann Uwe Büschken war eigentlich mit dafür verantwortlich, mein guter Freund. Wir hatten auch mehrere Stücke gespielt und Uwe war schon ziemlich dick im Synchron drin und sagte immer, Mensch, nun, mach doch mal Synchron und kannst ein bisschen Geld verdienen und so. Gut, und dann bin ich mal hingegangen zu Video und Sound und habe, glaube ich, meine ersten Mengentakes bei California Clan gesprochen, glaube ich, ja. Und habe dann ein bisschen Menge gemacht. Ich weiß, ein toller Termin war bei, das war Peter Lilienthal, der Fernsehfilmregisseur war das, und der hat also seinen eigenen Film synchronisiert, ja. Irgendwie die Radfahrer von, und da fand ich ganz toll, in der Havelchaussee, da waren lauter Fahrräder aufgebaut, damit der Ausdruck echt ist, und dann musste man radeln, um den, und dann die Sätze sagt, damit man wirklich Fahrrad fährt und so, und das fand ich ganz spannend und dachte, oh, Synchron ist ja doch nicht so doof. Und ja, und habe dann, wie gesagt, durch Uwe bin ich dann so in die Menge reingerutscht und habe dann so 2-3 Jahre Menge gemacht. Und dann 2-3 Jahre Menge? Naja, so ungefähr. Also ich habe 88 angefangen. Ich weiß, dass ich dann ganz bewusst aufgehört habe mit Menge und habe gesagt, so keine Menge mehr, jetzt nur noch kleine Episoden oder so, weil ich mich das dann ausformt. Glaubst du, dass die Schule notwendig ist, auch für Leute, die heute anfangen, durch die Menge zu gehen und dort zu lernen? Eigentlich ja, weil man auch im Ensemble gucken kann, wie macht der das, wie macht der das, wie macht der das. Also bevor du überhaupt erstmal selbst, du siehst um dich herum lauter Kollegen, die es machen und schon länger machen. Und also in meiner Menge damals war, weiß nicht, Stefan Friedrich, Ingo Albrecht und Thilo Schmitz hat auch gerade erst angefangen, als er aus dem Osten rüberkam, aber der ist sofort rausgeflogen, weil die Stimme war einfach erkennbar. Und der macht keine Menge mehr. Der ist ziemlich schnell raus dann aus jetzt der Menge. Noch die Schwarzen. Ja, genau. Ja. Glaubst du so ein bisschen, dass die Kunst, du hast gerade gesagt, dass da Fahrräder davor standen vom Synchronstudio, um das abzunehmen? Das war im Studio. Glaubst du, dass die Kunst so ein bisschen abhanden gekommen ist, wenn du das heute siehst, wie heute gearbeitet wird? Ist da ein bisschen was auf der Strecke geblieben oder legt man heute noch genauso viel Wert bei den Produktionen auf die inhaltlichen Sachen? Also ich glaube nicht, dass Arnold Marquis auf dem Pferd geritten ist, als er einen Cowboy gespielt hat. Also so gesehen war das für den Künstler, also der seinen eigenen Film macht. Und ich habe das später bei Tikva mal erlebt, diesen großen Film, den er synchronisiert hat. Da war wirklich, dass du wie beim Dreh, dass also jemand mit einem Galgen vor dir herlief und du dich bewegen musstest im Raum. Also die Künstler machen sowas, sage ich. Aber ich glaube nicht, dass das zum Synchronalltag eigentlich gehört oder wichtig ist. Kannst du dich an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Naja, ich hatte immer Förderer, die an mich geglaubt haben, bevor ich selbst an mich geglaubt habe. Und da war also Engelbert am Anfang, Engelbert von Nordhausen, den ich auch vom Theater kannte, beziehungsweise aus der Theaterkantine, weil er damals die Kneipe hatte und da selbst gezapft hat. Und da trafen sich nach den Vorstellungen die ganzen Kollegen vom Renaissance-Theater, von der Tribüne und von Schiller-Theater und so. Und der war ja ganz dicke drin und der hat mich dann besetzt auf, das war eine Zeichentrickserie, Turbo Teen. Und das war also ein Zeichentrick-Teenager, der sich in ein Auto verwandelt. Und das war meine erste Serienrolle. Und dann kam ziemlich schnell 21 Jump Street.
Dieter B. Gerlach, der auch sehr an mich geglaubt hat. Ich war also das völlige Greenhorn, hatte keine Ahnung, aber bei Dieter B., ich sage immer so gerne, es war Synchron-Bundeswehr, weil er so einen gewissen Ton hat. Kein Mensch hat was von Pause gesagt und so eine Sätze, die einen sehr schnell verunsichern. Aber man hat es dann gelernt, über die Jahre damit umzugehen. Und das war dann also die erste dicke Serienrolle. Und dann kam ja Jack im Auftrag der Ehre. Kommen wir dann noch zu. Genau, also auch über 10 Jahre und das war dann sehr... Cool. Gab es in den Anfangsjahren ältere Kollegen, die einen großen Eindruck bei dir hinterlassen haben? Ja, dass man natürlich noch diese alten Götter kennengelernt hat. Ich kannte Arnold auch vom Theater. Wir hatten sogar vom Theater eine Lesung alle zusammen. Ich mit Arnold Marquis und der junge Björn Schaller und so. Und fand das ganz irre, dass ich da ein paar Sätze, so ein halbes Gedicht vorlesen kann und Arnold auch. Und also, dass ich die alle noch erlebt hat. Gary Duvner kannte ich sehr gut und Ott und Miedl und Bauschult und wie sie alle heißen. Und das war natürlich ein Genuss, diese älteren Kollegen alle kennenzulernen noch. Cool. Du bist seit 1998 die Stimme von Ben Affleck. Gestartet bist du mit Armageddon. Davor hat ihn dein Kollege Nicolas Böll gesprochen, 1997 in Good Will Hunting. Weißt du, warum man sich anschließend für dich entschieden hat, also dass du ihn in Armageddon sprechen darfst? Also, da kommen wir wieder zu meinen Förderern. Thomas Danneberg hat mich auch sehr lange sehr gefördert und hatte dann so eine Phase, wo er mich im Grunde auf eine Hauptrolle nach der anderen besetzt hat. Auch in Volcano, Don Cheadle und andere Rollen und ich auch mit ihm zusammen und so. Und irgendwie konnte Nico nicht. Und dann hat er mich einfach drauf besetzt, auf Ben Affleck. Aber ich habe ihn dann ja auch nicht behalten erstmal, sondern ich habe ihn nur da einmal gesprochen und dann kam Johannes Behrens. Und war im Grunde eigentlich dann die Feststimme von Ben Affleck. Und Johannes und ich haben das eigentlich immer ganz sportlich gesehen. Und über 10 Filme hat er gesprochen oder so. Okay. Und dann kam ich wieder ins Rennen mit dem Probesprechen für Pearl Harbor. Das war ein großes Probesprechen, weil das war ein riesengroßer Film. Pearl Harbor war auch Anfang 2000 irgendwie. Ja, und das Probesprechen habe ich gewonnen. Und dann habe ich ihn mit wenigen Ausnahmen eigentlich bis dann immer jetzt gesprochen. Kannst du dich noch an die Synchronaufnahmen zu Armageddon erinnern? Hast du da mit Nana Spier, die hat ja Liv Tyler gesprochen, Manne Lehmann, Bruce Willis. Kannst du dich noch dran erinnern? Habt ihr zusammen aufgenommen? Zum Teil haben wir zusammen aufgenommen, aber ich kann mich an Tommy erinnern, der einen immer sehr gut an die Hand genommen hat und einem geholfen hat. Und das habe ich immer so bewundert an Tommy, weil... Er hat es einem dann vor, ja Peter, mach mal so und so und so und so, ach du weißt schon. Und ich ihm dann auch öfter mal gesagt habe, Tommy, so toll wie du das sprichst, das kann ich nicht und so. Nein, nein, du machst schon. Also er hat einen immer machen lassen, ohne Druck und das war ganz toll und da danke ich ihm heute noch für. Und da habe ich eine Menge gelernt von Tommy. Also ich kann mich viel an die Arbeit mit Thomas Danneberg daran erinnern. Wäre das mal eine Sache für dich, die Regie? Ich habe mal Regie geführt. Ah, okay. Also ich habe mal eine ganze Serie, William Tell, mit Dasha und Dennis Schmidt-Voss in der Hauptrolle und Christine Marquiton und Hannes Maurer und so. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich dann auch Regisseur werden, aber ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist. Erstens, weil ich keine Bücher schreiben wollte. Und es dankt ja keiner, weil ich bin so ein Fummelbruder, der dann auch immer die kleine Pfeile ansetzt. Ja. Mach mal noch eine. Hör noch mal rein. Und, und es dauert dann und dauert. Und ich habe irgendwann gemerkt, es macht dann doch mehr Spaß zu spielen, zu sprechen und dann zu sagen, okay, tschüss, der Job ist erledigt und Feierabend. Guckt mal, was er draus macht, Leute. Genau, genau. Ich bin weg, ciao. Genau. Sehr gut. Mittlerweile hast du den Affleck ja in über 30 Filmen gesprochen. Was macht sein Spiel aus? Also die Frage wurde tatsächlich im Synchronforum gestellt. Wir sollen dich unbedingt fragen, was Ben Afflecks Spiel ausmacht. Tja, was macht sein Spiel aus? Liebe Grüße an alle Synchronforum. Also sagen wir mal so. Ich mag Ben Affleck sehr gerne, so als Schauspieler. Aber er hatte natürlich das Image früher als schlechter Schauspieler. Auch in Amerika war das ja immer, wenn man gesagt hat, ein schlechter Schauspieler war immer das Beispiel Ben Affleck. Weil er halt schön war und nicht so gespielt hat wie Matt Damon, der viel mehr Spieler war. Aber der hat dann irgendwann am Anfang diese Schönling-Rollen gemacht. Und dann hat er aber in den Rollen so angefangen, dass er das aufs Korn genommen hat, sein Schönheitsimage und alles. Und da merkt man dann schon so eine Entwicklung, dass er
nicht da stehen bleiben wollte, einfach nur der hübsche Junge und so, obwohl er da immer wieder Rückschritte hat und so, aber eigentlich versucht er sich immer weiter zu entwickeln, das finde ich reizvoll. Hat der Regie dann gemacht später? Ne? Ja, das war ja seine große Regiekarriere, da habe ich schon gedacht, ja, das war's wohl mit Ben Affleck, aber ein Glück hat er sich immer selbst besetzt in der Hauptrolle, außer im ersten Film. Naja, er hat noch drei andere gemacht, okay, wo er auch die Hauptrolle sich selbst gegeben hat. Ich glaube, beim allerersten hat er seinen Bruder als Hauptrolle gehabt und hat nicht mitgespielt. Und bei Argo hat er einen Oscar bekommen. Für bei Argo hat er für die Regie einen Oscar bekommen und dann dachte man, jetzt macht er richtig Karriere, weil Argo war ein super Film und er war ja auch mit drin als Spieler und so und es lief dann doch anders. Was lief anders? Naja, dass er dann, sagen wir mal so, falsche Entscheidungen wieder in der Filmauswahl genommen hat und seine letzte Filmregie, ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber die war dann auch nicht so prall, die war sehr opulent und wirkte sehr teuer, aber ja. War das die Netflix-Produktion von kurzem? Nee, das war, die liegt noch länger zurück, okay. Das war noch vor Batman irgendwie. Okay. Apropos Batman, 2021 ist er wieder als Bruce Wayne zu sehen. Als Batman in Zack Snyder's Justice League. Snyder Cut, ja. Genau. Reizen dich persönlich solche Superheldengeschichten à la DC und Marvel? Bist du Fan davon? Sagen wir mal so, als Kind war ich DC-Fan, weil ich Superman und Batman die Comics gelesen habe und deswegen hatte ich mich eigentlich sehr darauf gefreut. Nur sind diese beiden Filme nicht ganz so klasse geworden und beim zweiten Film hat man auch gemerkt, wie frustriert Affleck war und deswegen eigentlich ja, nicht so Marvel, sondern eher DC. Aber habe das Pech gehabt, dass er war ein guter Batman. Ich fand ihn super. Er war der beste Bruce Wayne, fand ich. Aber die Filme waren nicht so gut. Weißt du, was wir am Anfang vergessen haben? Ich bin Batman. Brauchen wir nicht. wahrscheinlich war es dein letzter Auftritt. Ne? Ja, als Batman, glaube ich, sicherheitshalber. Sicherlich, weil jetzt wird ja Robert Pattinson, glaube ich, der Neue. Allerdings weiß man nicht, weil jetzt ja der Snyder Cut hat ja wieder die Tür aufgemacht, weil ja eigentlich Justice League sollte ja zwei Fortsetzungen haben mit ihm. Weil der Snyder Cut jetzt lief, mal sehen. Also man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Batman hat sich erledigt für ihn. Wir kommen zu einem deiner nächsten Schauspieler, auf den du fest etabliert bist, nämlich Chief Jim Hopper. David Harbour in Stranger Things. Ja. Wie findest du die Kombination aus Sci-Fi und 80er-Jahre-Romantik, wie findest du die Serie? Also erstmal finde ich diesen David Harbour super. Ist einer meiner Lieblinge, von denen, die ich spreche. Weil der auch so was Unberechenbares hat. Der ist immer irgendwie ein bisschen anders. Und ich habe den vorher schon in Filmen und in Serien gesprochen. Und dann kam plötzlich Stranger Things. Und es wird ja alles in Hamburg aufgenommen, die komplette Serie. Und ich bin der einzige Berliner da drin. Und wusste erstmal gar nicht, was das ist und so. Und finde diese 80er-Ästhetik natürlich super, weil sieht aus wie in alten Spielberg-Filmen, so wie bei E.T. und so. Und man ist selbst daran erinnert, so an die 80er. Und cool, einfach Kult. Und David Harbour macht ja super Karriere jetzt. Ist er der neue Marvel-Held? Jetzt geht's für dich ins Marvel-Universum. So gesehen bin ich vom DC ins Marvel-Universum, nur Black Widow ist im Grunde seit einem Jahr fertig synchronisiert, wartet genauso wie James Bond darauf, dass der endlich rauskommt. Und mal sehen, was daraus wird. Also vielleicht etabliert sich Red Guardian, dann bleibe ich eine Weile im Marvel-Universum. Was magst du an dem? David Harbour? Naja, dieses Unberechenbare. Also ich habe jetzt auch den neuen Film von ihm, den Soderbergh, schon fertig. Und der spielt manchmal, dass du auch sagst, wie willst du das synchronisieren? Und mal ist er genau meine Stimmlage, mal nimmt er 20 Kilo zu und dann musst du viel tiefer rangehen. Und da hatte ich schon Angst, wenn er jetzt so dick bleibt mit Vollbart, verliere ich den. Stresst das deine Stimme, wenn du so drücken musst? Oder ist das Nö, ich versuche ja nicht zu drücken, sondern einfach in eine tiefere zu kommen irgendwie. Wir kommen zu William Fichtner. Er kommt irgendwie aus Deutschland. Er hieß bestimmt mal Fichtner. Für die Dresdner schwer auszusprechen. William Fichtner. den hast du auch schon in 10 Filmen gesprochen. Unter anderem in Prison Break. Das sind ja die Serien. Also ich habe ihn vorher in Kinofilmen gesprochen. Und ich habe ihn seit Prison Break, also den William Fichtner. Fichtner. Den haben, glaube ich, weil der tauchte immer. Das war so ein Gesicht, den kannte man aus ganz vielen Filmen. Aber der hatte eigentlich nie eine Feststimme. Der hatte, glaube ich, über 20 verschiedene Sprecher. Der hat fast jedes Mal einen anderen Sprecher gehabt. Ich glaube, Charles war dann mit dreimal. Und
Ja, seit Prison Break. Prison Break war ein Probesprechen und seit Prison Break spreche ich ihn eigentlich. Alexander Mahoney. Alexander Mahoney, ja. Und das ist halt auch so eine coole Socke, dieser William Fichtner. Und den spreche ich auch sehr gerne. Was magst du an dem? Ja, der ist unheimlich cool und lässig und so aus der Hüfte. Und das ist so, das haben die Amis, das, was wir nicht so drauf haben. In Mom hat er ja mitgesprochen, ne? Ja, und den, spielt. Also ja. In Mom, weil Prison Break war ja sein Knaller. Dann hat er eigentlich bloß im Fernsehen Episoden und lange viel Kinofilme gemacht. Aber auch mehr so kleinere Rollen. Ja, und in Mom ist er seit ein paar Jahren bei. Und da finde ich ganz klasse, dass er jetzt plötzlich den Komiker in sich entdeckt hat, also die Komödie. Die ersten Staffeln fand ich noch so ein bisschen steif, wo man merkte, nee, er hat eigentlich noch nie Komödie gespielt. Und jetzt sind wir in, weiß nicht, vierte, fünfte Staffel und so. Und da ist er richtig locker, jetzt richtig locker. Und er spielt ja einen Stuntman, der im Rollstuhl ist. Und ja, und da ist er richtig lustig. Also er wird jetzt komisch auch. Also hat sich auch weiterentwickelt vom Heldenimage. Ist es bei dir so, dass du, wenn du im Studio bist und was Lustiges sprichst oder weißt, dass du eine schöne Komödie hast, dass es einfach auch deine Stimmung hebt? Also ist man da anders am Tag drauf? Naja, bei Phil zum Beispiel oder bei anderen, da freust du dich richtig den ganzen Tag drüber. Cool. Ein weiterer, den du fest sprichst, ist Billy Crudup. Crudup, ja. Den hast du in etlichen Filmen gesprochen. Jetzt zuletzt als Vorgesetzten Corey Allison in der Apple-TV-Serie The Morning Show mit Jennifer Aniston in der Hauptrolle und Reese Witherspoon. 2020 hat er dafür einen Primetime-Emmy bekommen. Und ja, was schätzt du an Billy Crudups Spiel? Also Billy Crudup? Crudup. Den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in Mission Impossible Teil 3 gesprochen, glaube ich. Und dann kam Watchmen und da hat er diesen blauen Gott gespielt und da war der so genial, da war der so toll. Und jetzt auch in den anderen Filmen, der Crudup hat sowas absolut Unberechenbares im Spiel, das finde ich auch ganz klasse, da kann man im Grunde auch nicht so richtig synchronisieren, weil der macht so außergewöhnliche Sachen, mit denen du gar nicht rechnest und das ist sehr reizvoll, den zu begleiten. Was ist dein Lieblingsfilm mit ihm? Watchmen. Watchmen, okay. Seit den späten 90ern synchronisierst du Ron Livingston? Auch ein markanter Schauspieler, den man vor allem aus Nebenrollen kennt. Liegt das in seinem Spiel begründet, dass er halt so viele Hauptnebenrollen hat? Ron Livingston habe ich auch zum ersten Mal vor 20 Jahren, da hat Dieter B. Gerlach, mein alter Förderer, mich nach Hamburg geholt. Gibt keine Pause. Genau. Der hat mich nach Hamburg geholt für die Rolle und Bianca Krahl auch für eine andere Rolle. Und da habe ich den zum ersten Mal gesprochen und dann ein paar Mal im Kino und so und das ist auch so ein Schauspieler, den ganz viele immer wieder mal sprechen. Aber ich glaube, ich jetzt auch schon über 10 Filme oder so mindestens. Ich glaube, mehr sogar noch. Der macht so viele Independent-Filme, wo du merkst, die wissen ungefähr die Storyline, aber improvisieren viel, weil die sich gegenseitig ins Wort fallen. Also solche Filme macht der. Und deswegen ist es manchmal tricky zu synchronisieren, weil alle reden durcheinander. Im Englischen macht das Sinn, im Deutschen musst du das irgendwie... Hast du einen Lieblingsfilm mit ihm? A Relative Stranger, Relative Strangers mit Danny DeVito, Sonne noch als DeVito und das ist eine sehr lustige Komödie, die liebe ich sehr. Seit 2001 synchronisierst du Nikolai Coster-Waldau, den kennt man unter anderem auch aus Game of Thrones. Was zeichnet den dänischen Hollywood-Schauspieler aus? Tja, was zeichnet ihn aus? Also, ich als alter Filmfan, da ist ja mir aufgefallen, es gibt den dänischen Film Die Nachtwache. Der wurde später in Amerika neu verfilmt, Nightwatch, glaube ich. Und in Nachtwache spielte er die erste Hauptrolle und ist dadurch nach Hollywood gekommen. Und den kannte ich als dänischen Film. Da hat den, glaube ich, auch Johannes Behrens gesprochen und fand den Film super und fand den Schauspieler toll. Und ja, plötzlich durfte ich den, glaube ich, Black Hawk Down. Genau, und noch zwei, drei andere. Und dann ja, habe ich den ein paar Mal gesprochen, immer wieder und so. Und bei Game of Thrones wurde ich gar nicht eingeladen, nicht mal gefragt fürs Probesprechen. Das wurde komplett ja auch in München gemacht und auch besetzt. Und ja, ich glaube, den habe ich verloren, aber ich kann damit leben. Manu macht es gut. Genau, Manu macht es gut und deswegen, ich glaube, der ist... Warst du trotzdem ein bisschen traurig, dass du da bei Game of Thrones nicht mitgesprochen hast? Wäre das ein Projekt gewesen, wo du sagst, ah, oh, schade? Also sag mal so, ich habe Game of Thrones nie gesehen. Ich habe da zwar mal einmal eine Episode gesprochen, aber ich habe mir das nie angeguckt. Ich war also nie ein Fan von diesem Fantasy-Kram. Deswegen kann ich es verschmerzen.
So, wir kommen zu einer meiner Lieblingsserien, Modern Family, ja. Immer gute Laune. Wir haben schon oft am Telefon drüber gesprochen, du sprichst Phil Dunphy seit über 10 Jahren. Für alle, die die Serie nicht kennen, was ist Phil Dunphy für ein Typ? Beschreib den mal. Was ist Phil Dunphy für ein Typ? Das ist so ein gutmütiger Mensch, der nie Argwohn, nie was Böses hat, eigentlich immer das Gute will und der immer das Kind im Manne hat und so. Und das ist ganz toll, diese Figur Phil Dunphy, also so wie Harber mein Lieblingsschauspieler ist, würde ich sagen, Phil Dunphy ist meine Lieblingsrolle und so eine Rolle kommt eigentlich nie wieder. Und ich weiß noch beim Probesprechen damals, das war so, weil es liefen, ich glaube, da liefen schon 2 Staffeln. Deswegen haben wir so viel gleich auf einen Schlag aufgenommen. Und da war ein Riesencasting für ihn. Also vor mir waren 10 Leute, nach mir waren auch nochmal 10 Leute, weil sie da alle ausprobiert haben, weil diese Figur einfach nicht zu besetzen war. Und ich erinnere mich, dass Marius, der Regisseur, dann bei meinem Casting gesagt hat. Marius Clarin? Ja, endlich, der Erste, der die Figur spielt. Und aber ich wusste noch gar nichts über die Serie, ich wusste vorher gar nichts. Und gut, dann habe ich das gewonnen und habe ich mich damit beschäftigt, dachte, was ist das? Wie willst du den angehen? Das ist ja unmöglich, das kannst du ja gar nicht, weil der auch so eine skurrile Art hat. Was gut, dann habe ich mir also bestellt die ersten 2 Staffeln in Englisch und habe die alle durchgeackert. Dachte mir, wie, also habe so eine Transponierung gefunden, wie findest du den Kern der Figur und bleibst trotzdem ich irgendwie und Phil. Also den Phil in mir finden. Und das hat irgendwie ganz gut geklappt. Ganz gut geklappt. Also das ist meine Lieblingsrolle. Wir feiern den echt. Cool. Ja, ich liebe den. Und ich glaube, so viele feiern den, also ja. Weil auch viele Männer, jeder hat so den kleinen Phil in sich, diesen kleinen Spinner, diesen kleinen Träumer, dieses, aber trotzdem mit so einer warmherzig Gutmütigkeit, das ist unglaublich, diese Figur, die er da kreiert hat. Und ich hoffe, dass er eine adäquate neue Rolle findet, also der Ty Burrell, weil dass er nicht zu festgelegt ist jetzt in diesem. Ja, weil die Figur Phil Dunphy ist durcherzählt und da kann er jetzt nicht neu machen, also er muss was Neues finden. Und aber ich habe das Gefühl, es ist so ein guter Schauspieler, der, also manchmal schlüpft er ja in so verschiedene Rollen, du kaufst ihm eigentlich alles ab, selbst wenn er dort nur so. Er erscheint so jetzt jedem so fillig irgendwie. Auch in den anderen Filmen und Serien, wenn er mal eine Episode hat oder so, klar. Aber ich hatte mehrere Schauspieler, die dann auch große Serienstars waren und die dann 2, 3 Filme hatten, 2, 3 Episoden und dann hast du im Grunde nie wieder richtig was von denen gehört. Aber ich glaube, finanziell brauchen wir uns keine Sorgen. Nö, da brauchen wir uns keine Sorgen. Wir haben ja im Vorfeld des Interviews die Community aufgefordert, ein paar Fragen zu stellen. Mhm. Ich habe ein paar rausgesucht. Einige beantworten wir während des Interviews ja schon. Das sind quasi Parallelen zu unseren Fragen. Und ich lese sie dir einfach mal vor. Und du kannst ja mal kurz und schmerzlos auf die Fragen antworten. Also okay. Frage Nummer 1. Wie war das für dich, als du dich zum ersten Mal im Fernsehen selbst gehört hast? Naja, da ging's schon, weil es fing ja an, wenn man sich früher mit Kassettenrekorder aufgenommen hat und das ganz fürchterlich fand und also einen Schreck bekommen hat, wenn man sich zum ersten Mal seine Stimme aufgezeichnet hört. Oder ich hatte ja auch schon dann, wie gesagt, ein bisschen gedreht und mich auch schon mal gehört und so. Und gerade am Anfang, will ich mal sagen, war ich ja noch nicht der beste Sprecher. Und da war ich manchmal. Zum Beispiel. Oder auch bei, auch selbst bei Jump Street, wenn ich die heute höre, denke ich, aber gut. Also gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle, aber man gewöhnt sich daran. Was war deine absolute Lieblingsrolle, die du je gesprochen hast? Phil Dunphy. Phil Dunphy, cool. Warst du traurig, dass du Nikolai Coster-Waldau in Game of Thrones nicht gesprochen hast? Nein. Wenn dein Schauspieler in einer Serie stirbt, schaust du trotzdem weiter, wenn dich die Serie interessiert? Moment, also wenn die Serie weitergeht und also meine... Also die Serie geht weiter, dein Charakter meine stirbt, Charakter stirbt. Weiter an. Weiß ich nicht, weil so viele Serien gucke ich mir ja nicht selbst dann an und so. Also Modern Family ist die einzige, die ich mir auf Deutsch komplett auch angeguckt habe, weil ich die so lustig finde. Also, aber... Ja oder nein, das hängt da von der Serie ab oder so. Aber es hat ja nichts mit mir zu tun, dann, ob ich noch drin bin in der Serie oder nicht. Dann reizt mich die Serie, mir anzugucken oder so. Wirst du
Fernseh-, TV- oder Kinomüde, wenn du den ganzen Tag im Synchronstudio stehst und... Nein, nie. Ich bin alter Filmfan und bin so glücklich, den ganzen Kram zu machen und so ein Stück von Hollywood zu schnuppern und so. Also ich liebe meinen Beruf. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und da bin ich sehr glücklich. Deswegen musst du keinen Tag arbeiten gehen. Richtig, weil es ist keine Arbeit, es ist auch Vergnügen. Manchmal ist es Arbeit, manchmal ist es anstrengend, aber es bleibt im Kern immer Vergnügen. Und ich verstehe manchmal Kollegen nicht, die dann, diese Scheiße, nur mach mal. Und so. Und dann sage ich immer, dann mach doch einen anderen Beruf, weil mir macht der Kram Spaß. Weißt du schon was von Stranger Things Staffel 4? Ja, die berühmte Frage. Ich habe da sogar ein Video zu gemacht. Ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass der Trailer... angeteased wurde, dass er überlebt hat im russischen Gefangenenlager, also sicherlich auftaucht, weil ich glaube, Stranger Things ohne Hopper funktioniert nicht. Es war mal letztes Jahr die Anfrage für Synchron, aber in Amerika sind sie in Stocken gekommen, also so Corona will. Aber ich habe gehört jetzt, sie drehen wohl und sind schon ziemlich weit. Das heißt, wahrscheinlich im Laufe des Jahres kommt dann die Synchronfassung. Du hast bei Schindlers Liste mitgespielt, einen Soldaten, einen Offizier, einen SS-Offizier. Nazi. Wie war die Zusammenarbeit mit Steven Spielberg? Naja, wie war die Arbeit mit Steven Spielberg? Ja, das wollen wir alle wissen. Also ich hatte vorher für Hollywood zwei Drehtage Shining Through, wie ein Licht in dunkler Nacht. Und habe dann auch so einen Nazi und mit Patrick Winchewski und Nitschke und Hansi Jochmann machten auch mit in dem Film. Und hatte eine große Szene mit Melanie Griffiths, wo ich so als Nazi dumm auf sie zukommen musste, hatte also plötzlich Riesenraum und eine richtig geile Szene, hatte glaube ich bloß Heil Hitler Papers zu sagen, aber war schön im Bild. Und aufgrund dieses Films, weil auch Liam Neeson hier die Hauptrolle gespielt hat, der auch bei Schindlers Liste, sind die dann auf mich gekommen und ich sollte ein Casting-Video schicken und so, hat dann noch eins geschickt und plötzlich war ich in Krakau 7 Tage und plötzlich steht Steven Spielberg vor allem. Und das liebe ich ja so an den Amis und das habe ich auch früher so, als ich Autogramme gesammelt, gemerkt, wenn ich da so die Hollywood-Stars mir geholt habe, Autogramme. Die richtig Großen sind die bescheidensten und umgänglichsten, die einfach auch normal, der schickt keinen Assistent, alle nennen ihn Steven, der kommt auf einen selbst zu und redet mit einem und so. Und das war natürlich eine tolle Erfahrung und so. Ich habe das Pech gehabt, dass ich leider in dem Film nicht richtig zu sehen bin, weil meine Hauptszene war eigentlich eine, wo 300 Menschen um ihr Leben rennen müssen und die ersten 150 werden gleich abtransportiert, 150 überleben. Und die Szene ist leider im Film nie aufgetaucht. Was heißt leider, aber dadurch bin ich halt nur so husch. Aber ich war eine Woche vor Ort und das kann mir keiner nehmen. Das war so ein tolles Erlebnis. Letzte Frage. Wie gefällt es dir die Rolle des Lupin 3? Lupin. Ich liebe Lupin. Hast du dich gefreut, dass du die Rolle wieder übernehmen durftest? Ich habe sie ja nie abgegeben, weil Lupin the Third oder Lupin der Dritte haben wir vor 20 Jahren, gab es für MTV, da wurden 4 Filme klein geschnitten, so in kleine Episoden und für MTV mit Musik unterlegt und da habe ich ihn gesprochen. Und dann gab es immer mal wieder einen Film, so alle 5 Jahre und dann eigentlich in der Versenkung verschwunden. Und ich liebe diese Figur, weil es so eine Anime-verrückte Figur ist. Und dann hatte der 2 Crossovers letztes Jahr mit Conan und da sind die wieder von Kaze wohl auf Lupin, den Dritten, gekommen und hatten dann noch 2 Filme gemacht. Und jetzt sind 4 Filme schon fertig synchronisiert, die dieses Jahr rauskommen. Und da freue ich mich sehr und hoffe, weil für Lupin, den Dritten, gibt es in Japan, glaube ich, 100 Folgen und 100 Filme noch und so. Also den mache ich sehr gerne und da freue ich mich sehr schön, sehr drauf, wenn das da weitergeht. Sehr gut, cool. Eine Frage noch zu Modern Family. Findest du es schade, dass die Serie jetzt vorbei ist, dass sie zu Ende ist? Für meine Figur Phil Dunphy ja, weil ich habe diese Figur so geliebt. Das ist so, das macht so einen Spaß, diese Figur zu spielen. Für die Serie nein, weil jetzt wurde es langsam albern, weil dann Hayley ihre Kinder und die, das ist halt bei Serien, wo Kinder drin sind, die dann immer größer werden und Luke ist am Anfang der Kleinste und zum Schluss der Größte. Und dann ist die Geschichte eigentlich auserzählt. Dann müsste man ein Spin-off machen irgendwie, Hayley und ihre Kinder oder so. Also so gesehen haben sie gerade noch so die Kurve gekriegt, auch vor Corona, dass sie aufgehört haben, fand ich. Wir kommen nochmal zu Mystery. Da wurdest du zwischen 2004 und 2010 im Grunde genommen mit allen Wassern gewaschen. Du hast die Hauptrolle des Dr. Jack Shepard, nämlich Matthew Fox, in Lost gesprochen.
Habt ihr damals noch zusammen im Studio gestanden? Teilweise, ja, teilweise. Vermisst du das manchmal als Schauspieler? Es gibt ja welche, die nie was anderes kennengelernt haben und immer geixt wurden. Oder ist das für dich eine Sache, wo du sagst, eigentlich komme ich damit ganz gut klar, hier mich komplett auf mich zu konzentrieren? Also für einen Anfang ist es sehr gut, mit Kollegen zu sprechen oder bei Kollegen mit reinzugucken oder sich einfach reinzusetzen und mal zuzugucken, um zu sehen, wie macht der das, wie macht der das. Und für mich war es natürlich ein Genuss, mit den großen Alten damals noch zusammenzuarbeiten. Aber heutzutage liebe ich es auch geixt, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn dann, sagen wir mal, ein frischer Anfänger oder so plötzlich neben mir stand, dass der dann ziemlich schnell nervös wurde, weil ich so ein gewisses Tempo habe. Zup, zup, zup. Und ich auch mein Tempo halte ganz gerne, weil ich so einen Tunnelblick kriege und dann so konzentriert durch und bum, 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 bum. Und da kann ich mich besser konzentrieren, ehrlich gesagt. Und man spricht das im Kopf, man liest ja das. Und es ist wichtig, dass man weiß, worauf man antwortet und so. Aber eigentlich ist das Xen heutzutage für mich angenehmer. Nochmal Thema Lost. Hast du es selber geschaut? Ja, am Anfang alles, ja, ja. Ich war bloß so enttäuscht, dass die dann leider nicht die Kurve gefunden haben, weil am Anfang war das so toll, diese ganzen tricky Sachen und wie geht's weiter? Was ist das? Und das Schlimme. Nur, ich glaube, am Ende, die letzten zwei Staffeln haben sie sich verlaufen irgendwie und wussten dann selbst nicht, wie bringen wir. Und ich glaube, alle Fans waren noch ziemlich enttäuscht von dem Schluss. Ich habe es zum Schluss nicht mehr verstanden. Worum geht's hier eigentlich? Also deswegen, die letzten zwei, drei Staffeln fand ich dann nicht mehr so knackig. Aber am Anfang war ich ein großer Fan von. Dann gibt es einen, den du gesprochen hast, nämlich den britischen Schauspieler Alistair Petrie. Alistair Petrie, den hast du in Rogue One gesprochen, eine Star Wars Story. Den habe ich viel in Filmen vorher gesprochen, am Anfang war ich sogar der einzige Sprecher und so. Also viele Filme und dann tauchte der auch in Episoden, Serien und jetzt bei Netflix in so einer Serie. Sex Education. Genau, als da spielt er den Schulleiter. Ne? Und wie gefällt er dir da in der Rolle? Na, der Schauspieler ist super. Also wenn ich Locken habe, sieht der mir sogar ähnlich. Und der ist halt sehr cool, weil der hat dieses Britische irgendwie und hat auch so einen Schalk im Nacken immer. Und den mag ich sehr gerne, den spreche ich sehr gerne, Alistair Petrie. Thema House of Cards. Da hast du auch schon eine coole Rolle gehabt, nämlich Michael Kelly. Doug Stamper war das, Doug, ne? Stamper. Doug Stamper, 72 Episoden an der Seite von Irina von Bentheim und am Anfang noch Till Hagen. Wie fandest du seine Rolle in der Serie? Also erstmal zu Michael Kelly, den ich auch sehr mag und sehr schätze, den ich auch in Filmen vorher gesprochen habe, deswegen auch in der Serie, weil der hat die Rolle ja so angelegt, dass der nur geflüstert hat und ganz leise immer nur und immer nur ohne Druck und das war ganz irre, dass man immer so ganz leise und da und nein, nicht so laut und das ist angenehm mal so als Bruch, dann so eine Figur, die nur ganz leise vor sich hin spricht und konzentriert und das war super. Also und den Schauspieler mag ich auch sehr, der ist sehr toll. Und die Serie war am Anfang, fand ich auch der Knaller. Sie ist ja, ich glaube, das englische Vorbild gibt es dafür. Aber die hatten das Pech dann auch, dass sie mit der letzten Staffel, dadurch, dass Spacey nicht mehr bei war, sich irgendwas einfallen lassen mussten. Und deswegen war die letzte Staffel dann auch nicht so. War das eine Produktion, die du privat geschaut hast? Hat dich das angefixt, das Thema? Ja, am Anfang ja. So die ersten, ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe so am Anfang viel geguckt. Und die letzte Staffel habe ich mir angeguckt. Die fand ich dann nicht ganz so klasse mehr. Gibt es weitere Schauspieler, die wir noch nicht abgehandelt haben, reale Schauspieler, die du ausgesprochen gerne synchronisierst? Ja, wie spricht der? Neil McDonough, den ich auch nur manchmal spreche, weil der ist auch so ein bisschen gesplittet. Dylan McDermott spreche ich jetzt auch öfter, den Tom Vogt teilen wir uns den so ein bisschen. Also ja, da gibt es ein paar, also auch im Serienbereich gibt es ein paar Schauspieler, die ich sehr gerne spreche. Also Brian Stepanek in Second Cody war der ja und Ricky, Nicky, Dicky und Dawn, der ist so ein richtiger Clown. Brian Stepanek ist also auch ein ganz witziger, toller Schauspieler. Und dann meine alten Lieblinge von Desperate Housewives, Doug Savant und ja, also da gibt es so ein paar Schauspieler, die ich sehr gerne immer wieder spreche und so. Wir kommen zu Miraculous-Geschichten von Ladybug und Hawkmoth. Hawkmoth, was ist das für ein Typ? Erzähl. Es ist natürlich so schön, weil Ladybug ist so richtig schön bunt, spielt in Paris und also ganz toll gemacht von Disney und so. Und es ist natürlich sehr cool, der einzige Bösewicht in der Serie zu sein, der es immer versucht und nicht schafft. Und also die Kinder freuen sich und ich kriege so viele Fan-Audio-Anfragen wegen Miraculous und ja, das macht richtig Spaß. Und wie viel Grußbotschaften hast du schon gemacht über TikTok? Du bist ja seit neuestem, bist wahrscheinlich einer der
ältesten TikToker mit den meisten Sprachnachrichten. Naja, sagen wir mal so, ich war ja 10, 20, 30 Jahre so unterm Radar, wollte gar nicht, dass jemand mitbekommt, dass ich den und den und den und den spreche, sondern habe immer gesagt, lass die anderen jubeln. Und jeder, was ich toll fand, jeder kam mit einer anderen Rolle, die ihm aufgefallen ist. Und Anfang des Jahres habe ich mich dann von Till und Deria, Neffe und Nichte, überreden lassen. Na Mensch, mach doch mal. Und gut, dann bin ich Social Media gegangen, habe einen Instagram-Account aufgemacht und einen TikTok-Account und mache da kleine Filmchen mit Till und Deria. Und dann merkte ich, das ist wie so eine Seuche. Also früher gab es Autogramme, dann gab es die Selfie-Zeit und heute sind es die Audiogramme, also die Audios, die die Leute haben wollen. Und das nimmt ein bisschen Überhand, muss ich sagen. Ich mach's noch gern, weil die Fans freuen sich einen Keks und ich habe so viel Dankbarkeit, spüre ich da bei den Leuten. Aber es ist anstrengend. Bitte? Karma-Punkte. Ich sammle Karma-Punkte in der Beziehung und ich merke ja, wie die sich freuen Ja, aber es nimmt ein bisschen Überhand. Wie viel hast du schon gemacht ungefähr? Wie viel Audio-Nachrichten? Nicht zu sagen, aber schon ein paar Tausend. Sehr gut. Unterscheiden sich so animierte Charaktere von realen Schauspielern in der Synchronisation? Sagen wir mal so, die animierten, gerade im Anime-Bereich, diese verrückten Animes, die sind ja dann, die spielen natürlich was völlig Irres. Die sind immer ganz normal und dann werden die plötzlich verrückt und so. Ja, ist halt Cartoon. Aber von der Herangehensweise eigentlich, ob das Realfilm ist, ob das Kinofilm, ob das Serie ist, ob das Zeichentrick ist oder Seifenoper, im Grunde versuche ich alles gleich anzugehen. Dann bist du der Vater von den Trickfiguren, die Chipmunks. Ah, ja, Alvin and the Chipmunks. Alvin and the Chipmunks. Dave Seville. Dave Seville, ja. Genau. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten bei den Aufnahmen? Also da habe ich Glück gehabt, weil ich habe ja Jason Lee hat den in 4 Kinofilmen gespielt und der war real und die Chipmunks halt bloß so animiert und da gibt es ja diesen berühmten Alvin-Schrei. Alvin! Vielleicht haben sie deswegen auch bei der Serie gleich an mich gedacht. Jedenfalls wurde ich dann auch in der Serie das und macht das auch sehr gerne. Ja. Es macht viel Spaß. Animes kennt ich unter anderem als Kommandant Erwin Smith. Erwin Smith. Attack on Titan. Mhm. Erzähl mal, bist du Anime-Fan? Kannst du das nachvollziehen, warum das so abgekultet wird? Also die Anime-Fans sind ja eine eigene Sorte Mensch, will ich mal sagen. Also eine riesige Fanbase gibt es da, die ins Cosplay gehen, die nur konsumieren und die Mangas dazu lesen und so. Also ich bin nicht so ein Fan und auch bei Attack on Titan muss ich ehrlich gestehen, dass ich erst im Nachhinein gemerkt habe, was für ein Kult das ist. Apropos Sprachnachrichten, weil der ist nun der Kommandant, der die alle in den Tod schickt und dann soll ich denen immer Sprachnachrichten, Opfer mein Herz und wollt ihr für mich sterben und so. Und das mache ich dann immer nicht, weil ich sage, nee, das kannst du nicht, das will ich nicht bei der Demo irgendwo hören, den Satz dann freistehend. Aber ich, also die Fanbase ist riesig und ich mag an den Animes oft, die haben so was Düsteres oft, so eine Atmosphäre immer und so, also was ganz Mystisches und also mag ich mittlerweile sehr gerne. Ich gucke mir nicht so viel an, aber wenn ich spreche, spreche ich sehr gerne. Du machst keine Hörbücher. Wir haben dich schon oft gefragt, ob du Lust hast, ein Hörbuch zu lesen. Mhm. Das ist gar nichts für dich. Nee. Dafür aber Hörspiele. Ja, ich liebe Hörspiele. Was ist das Schöne an Hörspielen? Also Hörbücher ist für mich dann immer so, dass es in keiner Relation steht zum Aufwand, weil ich würde mich vor meiner eigenen Stimme langweilen dann nach der dritten Seite irgendwie. Und bei Hörspiel, da kannst du wirklich machen, was du willst, wie am Theater, weil da kannst du den Satz lachend oder weinend machen oder so. Und du kannst ja auch die Zeit lassen, den länger oder knapper zu machen. Und da liebe ich diese Vielfalt an Rollen im Moment so bei Hörspiel, weil da mache ich sehr viel. Ich mache seit 15 Jahren Takimo, der Sternreisende, was sehr viel Spaß macht. Und dann Offenbarung 23 bin ich eingestiegen. Und ganz viele verschiedene Hörspiele. Also Hörspiel mache ich eigentlich jedes Jahr sehr viele. Du hast ganz viel Theater gespielt. Mhm. Du führst laut den Kaulbrüdern, das sind zwei Herren, die der Szene Arne und Hilmar Kaul, genau, machen auch die Liste für die ganzen Sender. Das ist nicht zu unterschätzen, weil die ganzen Sender richten sich auch nach dieser Kaul-Liste. Also das heißt, die haben eine Liste und da wird aufgeschrieben, wer welcher Sprecher, welchen Schauspieler in welcher Rolle spielt.
Die führst du an mit den meisten Rollen. In der Synchronkartei auch. In der Synchronkartei. Ja. Was machst du lieber, Synchron oder Theater? Wenn du dich jetzt nochmal entscheiden müsstest, was machst du lieber? Also früher hätte ich gesagt Theater. Sofort, jederzeit. Hau mir ab mit Synchron. Genau. Aber selbst als ich Synchron gemacht hätte, hätte ich immer noch gesagt, lieber Theater und ich möchte gerne wieder Theater spielen. Aber mittlerweile habe ich ein ganz angenehmes Standing im Synchron. Also krieg sehr schöne Rollen, also Rollen, die ich als Schauspieler nie spielen dürfte oder könnte oder nicht mal im Ansatz in Frage kommen würde. Und ich habe da so meine Nische mittlerweile im Synchron, wo ich sehr glücklich bin und eigentlich mittlerweile lieber Synchron mache. Was reizt dich am Synchronberuf nach wie vor? Ja, dieses Stückchen Hollywood dabei sein, irgendwie diese großen Produktionen mal bei zu sein, weil wie gesagt, ich komme aus der Fanecke, der die Filme früher geliebt hat und gerne selbst Hollywood-Star geworden wäre, aber hat halt nicht gereicht. So gesehen habe ich jetzt so ein kleines Stückchen Hollywood, bin ich dabei und das macht Spaß. Aber auch die europäischen Filme und so. Also ich liebe Synchron einfach von der Vielfalt der Rollen, die ich hier im Moment mache. Cool. Dann lokalisierst du auch Computerspiele. Du hast zum Beispiel mit in Cyberpunk 2077 mitgesprochen als Delamain. Wie arbeitsintensiv waren die Sprachaufnahmen zu dem Spiel? Ja, zu dem Spiel wohl sehr, aber auch da wusste ich vorher gar nicht Bescheid, bis mir Leute gesagt hat, oh, Cyberpunk, darauf warten die Fans schon 50 Jahre. Und da war auch ein Casting-Probesprechen und das habe ich dann gewonnen für den Delamain, der so eine KI ist, so eine künstliche Intelligenz, der die Auto vermietet. Ich will nichts Falsches sagen. Aber ich mache PC-Spiele eigentlich auch ganz gerne, weil mittlerweile... Früher war das ja nur, dass du nur noch Soundfile, was anstrengend ist, weil du hörst einen Satz, lalala, lalala. Du musst es immer so nachsprechen nach der Soundfile, die genaue Länge. Aber mittlerweile gibt es auch auf Bild Computerspiele. Und bei Cyberpunk war es sehr, weil du immer wieder geholt wurdest und nochmal, weil sie dann wieder neu ist. Glaube ich, Polen haben das mitentwickelt und dann haben sie immer wieder was gemacht und was Neues. Und dann war es sehr aufwendig, halt immer wieder hinzugehen. Ich habe gerade... die neuesten Nachrichten gelesen und zwar im Fokus stand, dass ein israelisches Startup eine KI entwickelt hat. Hast du das auch gelesen? Ja. Was ist ja schon seit längerem im Raum. Genau, also noch ganz kurz, die sagen im Grunde genommen, dass diese KI in der Lage ist, die Originalstimme abzunehmen. Und das ist die Idee dahinter. Die Idee ist, dass Bruce Willis sich spricht und die KI dann automatisch das in die Sprachen übersetzt. Glaubst du daran, dass sich das im Synchron durchsetzen kann? Weil dieser ganz kleine Funken Mensch, der dann immer dabei ist, dieses doppelbötige, klein, so wie ein Google Translator nie wirklich zwar alles richtig macht, aber dieses kleine Gefühl, so wie manche Sänger, die singen ein Lied perfekt durch, vom ersten bis zum letzten, jede Note stimmt, aber das catcht dich nicht. Da fehlt das Gefühl dabei, weil es zu perfekt ist, zu glatt. Und ich glaube, bei Synchron ist das ähnlich, dass du, es wird vielleicht wahrscheinlich im Zeichentrickbereich oder im PC-Bereich sich vielleicht irgendwann durchsetzen. Aber im Synchron, wo es dann wirklich um Emotionen und um diese Zwischentöne geht, das glaube ich nicht. Weil auch jeder Zwischenton ist ja anders. Wenn du den in Deutschland leiser hast, dann Japanisch im Original, da musst du ja einen ganz anderen Ausdruck dafür haben. Und das weiß ich nicht, ob da die Zwischentöne in den verschiedenen Sprachen so perfekt getroffen werden. Wir haben vorhin über deine Nichte und deinen Neffen gesprochen. Deria und Till. Hast du einen Tipp für Nachwuchssprecher als alter Hase? Ja, am besten Schauspieler werden. Oder also wirklich über Schauspiel oder Schauspielkurse belegen. Keine Synchronkurse, sondern Schauspielkurse, um das Spiel zu begreifen und Subtexte zu begreifen und all so eine Sachen. Was wünschst du dir für die Synchronbranche, für die Zukunft? Ja, dass wir weitermachen können. Wir dürfen ja trotz Corona im Moment weitermachen und dass nicht irgendwelche künstlichen Intelligenzen uns die Jobs wegnehmen und so. Aber ja, dass es weitergeht. Hast du noch eine witzige Anekdote zum Schluss? Naja, viele schmutzige, die kann man jetzt nicht so erzählen, aber... Nee, witzig, Peter. Nicht schmutzig. Also ich weiß, es ist jetzt nicht so witzig, aber es ist immer dieses Ding mit jeder hat so ein, zwei Worte, die ja nicht... Ich habe zum Beispiel Elektrizitätswerk, das kriege ich ganz schwer raus, Elektrizitätswerk. Und ich musste mal sagen, wir fliegen mit dem Hubschrauber über dem Elektrizitätswerk. Wir fliegen mit dem Hubschrauber über dem... Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich glaube, wir haben E-Werk draus gemacht. Und das habe ich vorher schon mal erlebt in meiner Anfängerzeit.
ich glaube, A-Team war das so, als ich so Menge noch gemacht hat und wie Geiselnahme und jemand hatte eine Geige bei. Und dann musste der sagen, weil der wurde von dem Gangster gefragt, was haben die, und der musste sagen, ich bin Violinist. Und der hat es nicht geschafft. Bis dann Ebeling irgendwann gesagt hat, bitte sagen Sie, ich spiele Geige. So geht's auch. Lieber Peter, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ja. Danke. Mach's gut. Und tschüss.